Sie hat schon einen Bart, diese verkorkste Saison. Nur wenn die Mavericks endlich so viel Siege wie Niederlagen haben, rasiert sich Nowitzki wieder. Für ihn nicht der einzige Grund, sich noch anzustrengen. Ja, den Wettbewerb, stolz natürlich. Das ist eine Mannschaft, die glaube ich, eine Menge Stolz hat. Wir haben ältere Spieler, die schon lange dabei sind. Älter ist das Stichwort. Bei vielen NBA-Teams sind die Superstars am Ende ihrer Karriere. Nowitzki wird im Juni 35. Mavericks-Coach Carlisle will aber nichts von einem Generationenwechsel in der Liga wissen. Ich interpretiere da jetzt nichts, nur weil ein paar Spieler jetzt Mitte 30 sind und die Playoffs nicht erreichen. Man muss sich auch anschauen, welche Spieler sie an ihrer Seite haben. Das muss man auch analysieren. Und da muss was passieren bei den Texanern. Nowitzki möchte zwar in Dallas bleiben, er will aber auch Erfolg. Der aktuelle Mavericks-Kader hat keine Zukunft. Es gibt eine Menge Entscheidungen zu treffen. Und da werden auch ein paar schwere Entscheidungen dabei sein. Aber die müssen getroffen werden im Sommer. Und dann hoffe ich, dass wir nächstes Jahr wieder eine schlagkräftige Truppe haben. Ein wichtiger Sommer also, nicht nur in der Hinsicht. Nowitzki wird dann auch zum ersten Mal Vater. Also, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Ich glaube, Familie war natürlich auch außerhalb vom Spielfeld immer ein Riesentraum von mir. Ja. Dann gibt es zwar schlaflose Nächte, aber wenigstens nicht nur wegen seiner Mavericks.